Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Ein hoffentlich letztes Mal in der illusionären Dunkelheit, weil jetzt gehen wir den mittleren Pfad und das ist der von Ludgar. Und ja, mir hat die Konstellation von letztem Mal gefallen, Jude, Mila und Elise, deswegen nehmen wir die auch wieder. Wir gehen jetzt direkt durch die Mitte, weil da wartet beim ersten Mal Julius auf uns und beim zweiten Mal höchstwahrscheinlich Ludgar. Ja, vielleicht auch Viktor, keine Ahnung. Kann auch sein. Und ja, ich bin gespannt. Ich ignoriere jetzt mal die ganzen Laternen und so und gehe direkt dadurch. So, sind wir schon mal hier, gut. Weil in der Monsterliste ist mir auch aufgefallen, Julius ist Level 101 und alle anderen ersten Bosse sind Level 105. Gibt mir ein bisschen zu denken, vielleicht ist ja der Gegner in der Mitte verdammt einfach, der zweite, der wahrscheinlich Ludgar sein wird. Ja, interessant, bin ich mal gespannt. Und wenn das genau wie im letzten Part ist, dann ist er vielleicht auch nur Level 135, weil ich irgendwie die Levelgrenze oder so erreicht habe, weiß ich nicht. Mir ist aufgefallen, Gaius, ich glaube, Mila und jetzt letztens Dingens. Irgendwann nochmal kämpfen. Ja, Mila. Mila, Gaius und ja, dann irgendjemand anders, keine Ahnung, ich glaube, Rowan. Die sind alle Level 135. Wieso zeige ich da nicht eigentlich? Steht doch alles hier, meine Güte. Hier, die sind alle Level 105. Hier ist Level 103 daneben. Weiß ich nicht. Der ist erheblich schwächer als die anderen. Und hier Gaius, Rowan und Mila sind beide und Jude sind alle 135. Und sonst sind die immer ein paar Level höher gewesen als ich. Ich glaube, jetzt stecken die bei Level 135 fest. Und da ist die Gegner können nicht mehr stärker werden. Das ist sehr gut, ehrlich gesagt. Habe ich auch nichts dagegen. Kann ruhig so bleiben. Also die Kämpfe werden nur noch einfacher. Da nur noch ein Kampf übrig ist, das hat er aber jetzt vollkommen egal. Aber es ist gut zu wissen. Aber irgendwie sozusagen bis dahin trainiert haben. Weiß nicht, mit welchem Level sind wir hier reingegangen? Ich habe da keine Ahnung mehr. Schon so lange her. Wir sind bestimmt so 30 Level oder so stärker geworden. Aber welches Gericht habe ich eigentlich jetzt noch an? Das eine Ding, ne? Ja, komm, mach mal das hier ganz schnell. Erfahrungspunkte lohnen sich. Wir kriegen sowieso alle ein Level ab, bis auf Ludgar. Sind alle kurz vor Level 137. So, den machen wir jetzt fertig. Okay. Ja, Level 103. Den müssen wir eigentlich locker fertig machen. Ja, schwach gegen Schwerter, kein Ding. Ist kein bisschen stärker geworden, ey. Ja, ich glaube, ich lasse Mila als Partnerin. Die kann sehr gut die Gegner fesseln. Das ist, glaube ich, ein bisschen nützlich hier. Oh, Fesselspielchen. Oh. Ich hätte gedacht, Fesselspielchen sind so gut, ne? Das kann ich auch die Angriffe da einsetzen. Ist ja nicht immun gegen Licht, oder? Doch, was? Okay. Okay, war zur Hälfte wahrscheinlich Schwertangriffe sind, ne? Keine Ahnung, hier guck mal nochmal. Nein, ihr habt den in der Luft gehalten, ne? Ich konnte ihn so nicht treffen. Ich kann jetzt wagen. Hey, ach, was willst du eigentlich? Oh nein. Verdammt. Hat er gerade gesagt, denkt? So wen verdammt? Warum? Oh, sehr gut. Oh, das war einfach. Sehr gut. Ich habe 137. Bams. Und Ludgar hat nichts dazu zu sagen.
Ist ja sonst so der gesprächige Typ. Das ging sehr schnell. 5 Minuten haben wir gerade mal. Alles klar, dann noch mal durch die Mitte gegen Ludger, Victor oder wer auch immer. Ich nehme mal sehr stark an Ludger und ich werde jetzt hier wahrscheinlich schneiden, ne? Ja, werde ich das. Also sehen wir uns gleich. Bis dann. So, da bin ich wieder. Ich habe, weiß ich nicht, 10 Minuten gebraucht. Irgendwo war da noch so ein Bakura-Viech am Rumlaufen, habe ich mir aber nicht vorgeknüpft. Und ja. Sehr gut, ich hätte eigentlich Lies einsetzen sollen, egal. So, dann kämpfen wir jetzt gegen Ludger, weiß ich nicht, Victor, mal gucken. Und zack. Wir kämpfen unseren letzten Gegner in der illusionären Dunkelheit, bis jetzt. Und das ist Ludger, okay. Der ist wahrscheinlich der mächtigste von allen. Oder der schwächste, kann auch sein. 135, er hat kein Item, verdammt. Und er hat, es ging nichts anfällig. Und er hat alle Waffen, ist klar. Und du hast... Ja. Ich kämpfe weiter mit dem Hammer. Und wir sind so gut wie tot, sehe ich gerade. Oh ne. Bevor du deine Mystikart einsetzt, komme ich hier mit dran. Pink Power! Bekannt aus meinem Kanal-Trailer. Nur so nebenbei. Oh, fuck. Ach, ich bin mit Elise, stimmt. Mein Gott, er ist am Brennen, er ist am... ist vergiftet, er ist blockiert, er ist verwirrt. Oh, Trauer, Verzweiflung, Erniedrigung. Wie ging das? Warte, da will ich auch hin. Mein Gott, der ist schon gleich tot. Guck mal her. Ja, ne, kann er sich eigentlich auch verwandeln. Ja, ne, das ist mal eine berechtigte Frage. Verdammt. Ich hoffe ja nicht, das wäre ganz schön mies. Da kommt er schon wieder mit seinen Dings. Oh nein. Oh, fuck. Nee. Geh weg mit deinem Pistolen, Mann. Boah. Zieht da ihr volle Möhre mit dem Hammer ein gegen die Omme, ey. Wie kannst du es wagen? Ah, Hilfe. Hilfe, geh weg. Geh weg. Das sieht ziemlich bedrohlich aus, was du. Oh nein. Das war der Angriff. Ist klar, der zieht natürlich eine Menge ab. Guck mal her. Wie ausgewichen. Wer dachte eigentlich, dass er ist? Weiß nicht. Hilfe! Er ist immer woanders, wenn ich gerade den Angriff einsetze. Du zieht halt manchmal eins ab. Und sag noch mal. Verstehe nicht, warum zieht halt manchmal noch eins ab in den verbindenden Dinger. Au. Gegensatz zu Victor. Werde ich ja nicht darauf achten, immer die gleichen Waffen zu haben wie du, ne? Dir schon aufgefallen sein, oder? Also ich zieh nichts ab.
Soll ich vielleicht nicht mit Elise verbinden, weil ich brauche die Heilung. Hilfe! Da ich sehe ja manchmal, aua, nur Einsen. Boah, Hilfe! Oh Mann, hör auf damit. Oh Mann, hör auf damit. Was? Was warten? Wir waren von alle wieder am Leben, sehr gut. Du bist aber gleich tot, sehr gut. Oh, sehr gut. Boah, das hat überhaupt nicht lange gedauert, der Part. Das war jetzt nicht sarkastisch gemeint, das klang nur so. So, nun? Jetzt haben wir alle. Was passiert eigentlich, wenn ich hier nicht auf zum Eingang zurückgehen gehe? So, nix, okay. Umf. Was? Wer sind denn die? Warte mal, die kenne ich. Oder? Zum Teufel ist das Kles? Und das Dingens ja, Kyle. Ne Quatsch, nee, so ist der Sohn. Stan. Was zum Teufel? Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier los ist, aber ich werde hier mal einen Schnitt machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xenia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.